Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2 und hiermit auch mit Level 5, der Red Canyon. Dann fangen wir direkt an. Ihr seht schon, die Welt ist ein bisschen größer als die anderen. Es gibt jetzt 5 Level. Und es ist ja alles schön rot, wie auch der Name vorhin schon gesagt hat. Red Canyon. Wer hätte gedacht? Oh, das sind Steine. Ja, das ist ein Stein hier. Das sind Blöcke, die nach einer Zeit kaputt gehen, wenn man drauf steht. Okay. Oh, was macht der? Der schießt? Oh, nein! Ah, okay. Ja, man muss erstmal, wenn man zum ersten Mal bei dem Boss ist, muss man erstmal rausfinden, was er so macht. Okay, meine Fähigkeit ist nicht gut. Weg damit. Die ist nicht gut. No, 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 no. Ich bin gesprungen. Aber dann halt nicht. Das kann ich nicht aufsaugen. Okay. Ah, verdammt. Ja, ich bin tot, oder? Nein! Ich bin wahrscheinlich tot. Oh. Ja, das erkennt man, wenn er die Attacke macht. Ja, deswegen hier. Rihanna erkennt man's. Oh, knapp. Bam! Okay, komm schon, komm schon. Nein! Das gibt's nicht! Oh, da kommt der Hand hoch. Sollte man aber nicht falsch verstehen. Bam! Da ist er down und wir kriegen natürlich die Elektrofähigkeit. Und Rick! Hi Rick! Nehme ich gerne mit. Okay, ich konnte gerade aus irgendeinem Grund nicht springen. Okay, jetzt kann ich wieder springen. Okay, keine Ahnung. Hat das Spiel gleich ein bisschen gebraucht, damit es erkennt. Ich weiß es nicht, ob es gerade geleckt hat oder so. Aber egal, wir machen einfach weiter. Okay. Dann will man ein bisschen versuchen, wie weit man sich traut. Weil die wissen schon, dass man hier Rick bekommt. Wow, okay. Das ist auf jeden Fall schwer hier mit Rick, aber... Wir sind natürlich keine Noobs, sondern Profis. Deshalb schaffen wir das hier auch ohne Gegentreffer. Ich wollte gerade sagen, als ob ich diesen Block nicht kaputt machen kann. Das wäre mir neu. Oh, vor allem muss man es hier. Also ein bisschen magisches Level. Das baut so ein bisschen darauf auf die Fähigkeit, die wir haben. Und auf den Charakter. Das finde ich sehr cool. Müssen wir nach unten? Ich glaube schon. Ah! Oh, schnell, 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 schnell. Nein. Och Mann, ich hab doch gesagt, schnell. Oh, aufpassen. Oh mein Gott. Was? Oh. Oh. Whoops. Well, das war's dann, glaube ich. Oder? Ah, mit ein paar Gegentreffer komme ich noch hoch. Ja, da habe ich leider einen Fehler gemacht. Ich habe es halt zu spät gecheckt. Tut mir leid. Okay, den kriege ich jetzt von hier aus nicht. Den vielleicht? Den kriege ich. Okay, spreche mal auf. Noch jemand versucht, Gegner aufsaugen zum Schießen, aber nee, gibt's nichts. Okay. Okay. Ja, okay, gut. Irgendwie will ich das Level nochmal neu machen. Jetzt habe ich halt meine Fähigkeit nicht mehr. Ich hab's verkackt. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich reset nochmal kurz das Level. Sehr, sehr interessant zu wissen, dass es hier oben ein One-Up gäbe. Und falls ihr nicht wisst, wo ich gerade bin. Ich bin hier. So, ich habe aber extra ein Safe-Set gesetzt, denn ich möchte dafür meinen Rick nicht abgeben. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ja, hier ist es ja einfach runterzufallen. In den Slopes. So, den Sprung. Okay, gut. So, das Safe-Set ist auch dafür gut, dass, falls ich jetzt nochmal getroffen werde, dass ich nicht nochmal alles verliere und dass ich alles neu machen muss. Denn ich habe jetzt 2-3 Mal versucht, nochmal das Level bis hierhin durchzuspielen. Mit der Fähigkeit, also so gesehen, besser zu spielen als vorher. Okay. So. Bye bye. Bye bye. Muss ich schon aufpassen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Challenge, finde ich. Oh, das sollte ich vielleicht nicht machen. Aber wie komme ich denn da durch? Den kann ich nicht besiegen. Wow, wow, okay. Keine Ahnung, was ich da hätte machen sollen. Konnte ich nicht besiegen. Habt ihr gesehen? Ah, schlechter Sprung, schade. Egal, nicht so wichtig.
Okay, dann machen wir halt weiter. Ah! Igel, dann können wir von unserem Rücken aus angreifen. Müssen wir uns halt immer wieder umdrehen, damit die Attacke halt Sinn macht. Das mag ich halt nicht. Ja, seht ihr, die Attacke macht keinen Sinn, wenn man die von vorne hat. Macht doch gar keinen Sinn, denn das ist keine Hitbox. Ja, ich kann das nicht gut. Zack. Aber kann sowas gerne machen. Das macht schon Sinn. Zack, so. Ich glaube, die Fähigkeit ist auch ein bisschen angepasst an das Level. Nein! Ah, ich wollte mich gerade umdrehen. Hier ist es knapp. Zack. Zack. Gut. Okay. Weiter geht's. Oh, Bosskampf in schön grün. Gameboy-farbig. Oh, verdammt. Rick ist tot. Ja, die... Oh, cool, das kann ich aufsammeln. Ja, die Begleiter, die opfern sich immer für einen. Falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. Aber haben wir schon gesehen, etwas. Was? Den konnte ich jetzt nicht aufsammeln? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ach, hä? Nee. Vielleicht kann ich ihn erst aufsammeln, wenn er geschmissen wurde? Ah, ja. Und tot. Was kriege ich? Ah, Cutter. Und Kuh. Hi, Kuh. Oh, Scrolling Level. Wie ich Scrolling Level liebe. Ja, man muss halt ein bisschen A spammen, dann kommt man auch an die ganzen Secrets ran, Mike. Nicht vergessen. Oh, da oben ist was. Ich will oben was. Ich will wissen, was oben ist. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oder ist es einfach nur Passages gibt? Ich glaube schon. Na. Ach, scheiß drauf. Den habe ich jetzt leider nicht mehr bekommen. Hä? Was? Der ist nach oben geschwommen. Der ist so nach oben getaucht, ohne dass ich es gemacht habe. Na, nee. Nee, du. Oh, ich kann es nicht... Ich kann das Level nicht beenden. Aber ich will das Level nicht ohne Kuh machen. Och, man. Ist doch gemein. Ich will das Level nicht ohne Kuh machen. Egal, komm, dann schwimmen wir mal hier unten lang. Aua. Oder auch nicht. Nee. Schwimme ich lieber nicht unten lang. Oh. Ah, das war eine gute, Idee. Gut. Okay, vielleicht doch nicht. Schnell, schnell. Okay. Yes. Dann machen wir das Level halt ohne Kuh. Ich meine, was habe ich jetzt bitte für eine andere Wahl? Spiel zu resetten? Könnte ich machen, aber will ich dann nochmal... Ah, ich weiß nicht. Oh, verdammt, ich hab's verkackt. Ich bin tot. Moment, was? Jetzt kriege ich Rick? Moment, lol. Das sieht cool aus. Aber... Okay, ich bin gerade sehr verwirrt. Also, zum einen, ich habe Rick und zum anderen, was ist das mit für eine Animation? Kann ich das ja überhaupt mit Rick schaffen? Ist das nicht Hard Mode eher und nicht Easy? Ja, ist auf jeden Fall viel schwieriger als vorher. Nee, ich muss nochmal restarten. Uff. Ist das irgendwie ein Witz oder so? Soll ich das lustig finden? Okay, da schießt so ein paar Schallwellen. Soll ich das jetzt lustig finden, dass ich die ganze Zeit alles bekomme außer Kuh? Oder was? Also ich finde es jetzt nicht lustig und ich werde jetzt auch die Sternchen nicht einsammeln, weil die habe ich jetzt schon gehabt, nur habt das Spiel halt jetzt gestartet. Aber jetzt, naja gut, dann können wir jetzt zumindest hier unten lang und gucken, was es hier gibt. Ja gut, da gibt es nicht viel, gibt es halt ein paar Gegner und mehr nicht. Aber egal, trotzdem können wir es zeigen. Egal, dann ist das halt jetzt so. War ich hier schon? Ah, hier sind wir gestorben. Okay, gut, dann kommen wir zumindest noch weiter. Ich gehe nach oben. Cool, hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich ihn wieder. Ha, cool, wegen cool. Ach, egal. Ich muss ehrlich gestehen, ja, Motivation liegt ein bisschen runter, wenn man so oft failt und dann alles nochmal neu machen muss. Und dann heißt es nur noch Try and Error, ob ich die richtigen Sachen bekomme oder nicht. Und ich wollte jetzt einfach unbedingt wieder Kuh haben. Und ich habe mir sogar so gedacht, wenn ich jetzt nicht Kuh bekomme, dann, mach ich es einfach als ganz normales Kirby. Aber
Aber ich weiß nicht, ob ich es eingeblendet habe, aber ich habe es einmal kurz versucht und ja, war nicht so einfach. Oh, verdammt! So. Oh. Ich habe mich ja ganz vergessen, dass diese Stelle ist. Und jetzt können wir auch easy an das. Okay, ich, ja. Uff. Nein, das können die nicht machen. Das können die nicht machen. Ey. Oh, ich war gerade so in Panik. Oh, da ist das Ziel. Ach, wisst ihr was? Komm, wir machen es einfach noch kurz mal kurz als Kirby. Ist jetzt egal. Ich weiß jetzt, wo das Ziel ist. Ich weiß, was ich genau machen muss. Sorry, dass ich die ganze Folge lang an diesem einen Level hier dranhake, aber ich versuche mal in dieser Folge noch die Welt zu Ende zu bringen. Ich versuche die nächsten Level ein bisschen zu. Speedrun. Oh mein Gott, blind Speedrun. Heftig. OMG. Guys, this is so epic. So. Zack. Und dann schafft man es auch. Muss man halt wissen, was man macht. So, und dann hier lang gehe ich jetzt mal. Ich will wissen, was es hier unten gibt. Cool, nichts. Okay. Okay, aufpassen. Das war's. Und dann A drücken. Und dann komme ich nicht mal nach oben. Oh yeah. Epic Fail. Gut, aber jetzt genug um Fail gespielt. Jetzt spielen wir um den Skill. Oder Luck? Keine Ahnung, wo lang links. Hier war auf jeden Fall ein Gegner. Gut, keine Ahnung, ob ich den besiege. Nee. Wie besiege ich den denn? Was mache ich denn bei dem? Ja, der macht jetzt immer wieder weiter. Hm? Was muss ich denn machen? Hä? Wie ist er jetzt gestorben? Oh, ich check gar nichts mehr. Ach, egal. Oh, wir müssen alle dann weg. Müssen wir das Level mehrmals machen, damit wir alle Wege sehen? Oder wie verstehe ich jetzt das Level? Oh, oh. Ja, war es der Kid Instant? Was ist... Oh Gott, diese Animation. Okay, ich bin komplett verwirrt. Ich weiß ja absolut nicht, was gerade passiert. Aber gib mal deine Fähigkeit. Habe ich zumindest ein bisschen was zu wehren. Dann falle ich auch nicht so schnell nach unten in meinen Tod rein. Ich glaube, heute ist nicht wirklich mein Tag. Zumindest nicht in diesem Spiel. Wow. Oh, Moment mal. Ach, den Kauf, den hätte ich jetzt in Kauf, weil ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt irgendwas im Wasser. Hab das schon gerochen. Ja, ja, das riecht nach Heilung. Maxi-Tomate, um genau zu sein. Mhm. Ganz gesund und so. Okay, was mache ich jetzt? Ich bin stuck. Oder nicht? Okay, die Stelle ist ein bisschen buggy. Die mag ich nicht. Aber wir sind durch. Ja. Okay, dann springen wir raus. Ciao, man sieht sich. Whee! Wow. Wow, 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 nein, 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 nein. Nein! Ich wollte in die Sachen ran. Oh, wahrscheinlich brauche ich keinen dafür, oder? Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Ich hab fast gar nichts. Ja. Komm, machen wir das einfach nochmal von vorne, oder? Ich glaube, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Das Level soll man eigentlich mit einem Begleiter machen, glaube ich. Ich glaube, die ganze Welt soll man mit einem Begleiter machen. Hm. Wirkt auf jeden Fall auf mich so. Ja, ist das Ziel. Ja, komm. Dann können wir jetzt zumindest mal kurz ins Ziel gehen. Weil da kann ich nämlich immer wieder Start und Exit machen und das ist halt schön bequem. Und yes! Irgendwie habe ich es doch ganz oben geschafft, denn ich brauche dringend die One-Nuts. Yep. Ich habe ja keine Ahnung, wie die Bosse werden. Hoffentlich nicht so schlimm wie mein Skill. Komm, gehen wir wieder rein. Ja gut, mit Kain habe ich ja eigentlich schon mehr oder weniger gemacht. Was mache ich denn bei dem? Einfach auf ihn draufspringen? Okay, einfach auf ihn draufspringen anscheinend. Okay, hier ist Rick. Ja, komm. Zeigen wir noch kurz Rick und mehr nicht, weil ich glaube, das Level hat sich jetzt nicht verändert, oder? Oh. Ja, nee. Sieht nicht so aus, als hätte sich das Level noch irgendwie verändert.
Ich glaube, das passt dann so. Bzw. das reicht dann so. Oh, aufpassen. Ich hab gedacht, aufpassen! Ah, jetzt ist Water wieder weg! Außer ich resette. Haha. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Level doch nicht nochmal neu zu machen. Man kann sich halt in den Türen einen Begleiter aussuchen. Links kein, rechts Rick und oben Kuh, glaube ich. Irgendwie so ist das. Auf jeden Fall hat sich das Level nicht groß geändert. Und ich. Hier ist was. Secret. Ein Ständchen. Tschüss. Okay, cool. Nimm mich an. Und ja, da gibt es halt sonst außer diese paar Bonus-Sachen, die ihr gesehen habt, gibt es da halt nichts im Level. Also kann sein, dass es in dem Level den Rainbow Drop gibt, aber das gucken wir noch nach. Das gucken wir später nach. Ist da unten was? Oh, nein, da wäre jetzt fast gestorben. Man muss auch hier aufpassen bei den Gegnern. Boah, weil die, wenn man von Gegnern getroffen wird, dann kriegt man richtig viel Knockback und kann kurz nichts machen. Und wenn du dann in den Abflug fällst, dann hast du ein kleines Problemchen. Wow, bitte nicht. Okay. Bosskampf gegen einen Spike oder was auch immer du bist. Lol, was? Oh! Lustiger Gegner. Mag ich. Das ist ein lustiger Gegner, der gefällt mir. Aber kann er doch irgendwas anderes? Ist ein bisschen einfach. Oh. Ja, kann er. Na, verdammt. Der dasht. Perfekt. Boom! Einmal noch. Was macht der? Wow, hey! Was soll das denn? Okay, nicht mein bester Kampf, aber auch nicht mein schlechtester, deshalb. Egal! Und wir kriegen Rick. Ja gut, ich helfe sowieso nicht bei so einem Level. Oh Gott. Den hätte ich gerne. Aber nicht verlieren! Nicht verlieren. Nein. Okay, auf dem Boden kann ich mich noch frei bewegen. Das ist sehr gut zu wissen. Muss auch. Es ist auch gut zu wissen, dass die Eier zwei Leben haben. Weil daraus schlüpft da noch was. Alter, was ist das bitte für ein Level? Hä? Okay, manchmal kann ich aber trotzdem nichts machen, merke ich. Seltsam. Da möchte ich hoch. Yes! Ach, da muss man sogar hoch. Okay, aufpassen. Ich bin fast tot. Jetzt nicht abkratzen hier. Beziehungsweise keins fast tot. Ich lebe da dann noch. Zum Glück kann er unter Wasser atmen. Hamster können das ja normalerweise nicht. Können allgemein nicht schwimmen. Sollte man also nie mit in Kontakt mit Wasser bringen. Zumindest nicht so, dass die da schwimmen bzw. trinken könnten. Das ist nicht gut. Macht das nicht, Leute, wenn ihr einen Hamster habt. Oder macht sowas auch nicht, wenn ihr einen Hamster habt. Das ist nicht gut. Oh, boing. Aufzug. Was? Wie hat mich das jetzt... Okay. Ja, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich tot. Ja, okay. Weiß nicht, warum ich von seiner Explosion getroffen werde. Finde ich ein bisschen unfair. Aber gut. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Ich darf ja nichts sagen hier. Oh Gott. Heute die richtige Fail-Part. Aber Leute, ich verspreche euch, nächste Folge wird's anders aussehen. Nächste Folge gebe ich mir mehr Mühe. Oder wisst ihr was? Ich gebe mir jetzt schon mehr Mühe. Ab jetzt. Oh Mann. Oh oh, oh oh. Pschu! Genau das machen wir. So, dann nehmen wir hier einen mit. Zack, komm mal her. Pschu! Perfekt. Wow! Ah, der kam aus dem Nichts. Der hat mich ein bisschen. Na, der kam so ein bisschen. Überraschend, finde ich. Und durch! Haben wir noch Zeit? Ah! Aber wisst ihr was? Ich habe jetzt so viel gefailt. Da machen wir noch ein Level. Stimmt, da könnten wir theoretisch aber auch direkt Boss machen. Je nachdem, wie lange dieses Level jetzt hier dauert. Wenn es ein kurzes Level ist, dann machen wir gleich noch Boss. Ansonsten spare ich das für Anfang nächste Folge auf.
Ja, wir werden sehen. Du, beziehungsweise ich. Ihr wisst ja schon, wie lange das Video geht. Kann ich unter Wasser die Attacke einsetzen? Anscheinend. Okay. Aufpassen. Diese scheiß Blooper-Verschnitte. Vor denen muss man sich am besten nicht blicken lassen. Ja, ja. Nee, nichts gibt's, nichts. Verdammt! Ja, gut, okay. Ey! Der gleiche Gegner kann mir zweimal Damage machen? Wie unfair. Ich musste doch da hoch! Ah, ich verspreche euch, nächste Folge gibt's mehr Skill. Heute ist anscheinend einfach nicht mein Tag für dieses Spiel. Ich bin einfach super schlecht gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal hat man das einfach, wenn man ein Spiel spielt, dass man einfach richtig sackt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja alle unsere Spiele, wo wir nicht gut sind. Aber ey, warum muss es bei mir Kirby sein? Ah, komm, ich mach die Fähigkeit sowieso nicht. Okay, komm. Nein. Hoch da. Am besten warten, bis da irgendwas... Na, okay, oder so. Qual der Wahl. Wir gehen rechts. Oh, hi. Weißt du was? Ich will dich sogar haben. Weißt du was? Ich will doch lieber sterben! Uff. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Oder das. Okay, versprochen. Versprochen. Ab jetzt keine Fails mehr. Wenn ich jetzt noch einmal sterben sollte, beendet das Video. Ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe. Hey. Oh mein Gott. Okay, einfach drüber springen, perfekt. Guck mal, wenn man sowas sagt, dann wird man doch einfach so besser im Spiel. Also Leute, einfach sagen, wenn ich jetzt sterbe, höre ich das Spiel auf. Und dann stirbt ihr nicht. Oh mein Gott. Das? Was? Nein! Da ist der Rainbow Drop, ich brauch den! Was bräuchte ich denn für ein Vieh? Ah, wahrscheinlich den Igel, den ich gerade gesehen habe, oder? Oh, ich darf sogar nochmal auswählen. Das ist aber sehr nett. Moment, kann ich dann einfach... Den hier? Oh. Ich brauche hier was anderes anscheinend. Ja, weil der Delay ist so hoch, dass ich, wenn ich die Attacke einsetze... Ja... Ach, Mist. Okay, keine Ahnung, wie man das macht. Was ist das jetzt hier? Oh, ich weiß, was das hier ist. Und ich glaube. Ich glaube, was das hier ist, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und dann holen wir auch in der nächsten Folge sofort das Rainbow Drop ab. Ja, Folge ein bisschen chaotisch. Aber. Let's go, wir kriegen doch das One-Up. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, ich fail nicht mehr bei Kirby. Wir sind 2.